Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Release-Version und sind in der dritten Staffel. Und hey, guck doch mal, was ich hier für einen Mega-Vorrat an Sandsteinbrocken habe. Die muss ich dann noch irgendwann irgendwie ein bisschen verarbeiten. Unter anderem zu Sandsteinfliesen. Ich glaube mal, die armen Schweine, die hier die nächste Zeit an den Dingern dran sitzen, die haben ganz, ganz lange keinen Spaß. So, machen wir mal hier Sandsteinbrocken raus. Aber es ist ja alles für einen guten Zweck. Wir möchten hier unsere Umgehungsmauer fertig kriegen. Das ist ganz wichtig. Oh, hier sind auch nochmal Granitbrocken. Die dürft ihr auch gerne mit nach Hause nehmen. So ist das ja nicht. Bill umwarb Ruby durch positives Erwähnen von ihrer Kleidungswahl. Ruby hat das Vorgehen abgelehnt. Okay. Und die Tiere schmusen auch mit den Leuten. Das finde ich irgendwie voll süß, dass sie das inzwischen machen. Peter rieb seine Nase, schmeichelnd gegen die Schulter von Diamond. Katzen sind was Tolles. So, Crystal ist schon wieder so halb am Zusammenbrechen. Oh, das liegt immer noch an diesen dummen Sensorik-Naniten. Ich hoffe mal, dass die irgendwann weggehen, weil die sind ja echt nicht lustig. Hast du keinen Spaß damit. Glücklicherweise sind unsere Kolonisten klug genug, unsere Schlagfallen zu vermeiden. Das Glück haben unsere Gegner nicht unbedingt. Ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ich habe vor dem Aktivieren der, Aufnahme die Schwierigkeit des Erzählers mal eine Stelle höher gestellt. Also er ist jetzt hier auf normal, nicht mehr auf leicht. Ich lasse mich dann jetzt einfach mal überraschen, was der gute Randy uns dann eventuell noch antun wird. Weil das könnte ja noch relativ interessant werden hier. Ah, es ist echt hier, das ist die einzige Stelle, wo man tatsächlich irgendwas bauen könnte, finde ich. Mann, oh Mann. Oh, hier sind sehr viele Affen. Meine Güte, wie viele sind das denn? Oh, inzwischen gibt es auch wieder mehr Kasuare. Chinchilla, Ratten, naja, brauchen wir eigentlich nicht. Nashörner, wir könnten eigentlich nochmal Nashörner jagen gehen. Aber hier unten sind viele Wuhalupes. Ich weiß nicht, ob ich das riskiere. So, ein falscher Schuss. Bäm! Wollen wir eigentlich auch nicht. Na, mal gucken. Aber das hier ist ja schon sehr, sehr hilfreich, dass wir hier tatsächlich so viel Fels haben, in dem wir noch irgendwas anfangen können. Oh, Ruby möchte Füchse das Pokerspielen beibringen. Finde ich auch irgendwie süß. Ich hoffe mal, dass Füchse sich demnächst dann auch tatsächlich uns anschließt. Die ist zwar schon etwas älter, aber die Tatsache, dass sie wirklich gut kochen kann und sich für Medizin interessiert und so Zeug, ich glaube mal, das ist schon eine sehr hilfreiche Sache. Zudem macht es ihr überhaupt nichts aus, dass sie irgendwie drinnen sitzen muss. Also wäre jetzt natürlich ideal, wäre sie noch jemand, der gern geistige Arbeit macht, aber hey, man kann ja nicht alles haben. So, und hier werden hier noch schön Wände geplättet, so gehört sich das. Damit das hier dann alles nicht mehr ganz so fies aussieht. So, was haben wir hier? Granit? Nee, Sandsteinblöcke. Können wir hier schon mal ein bisschen den Boden weitermachen. Sandsteinfliese. Was? Zu wenig Material? Naja, gut, Leute. Das bauen wir dann, wenn wir Sandstein haben. Hier wird ja gerade brav gearbeitet. Du arbeitest auch, glaube ich, an Sandsteinblöcken. Okay. Da haben wir jetzt genügend, um mit dem Boden anzufangen. Mal schauen, wie es mit dem Bier läuft. Das ist jetzt nicht ganz so ideal. Haben wir denn überhaupt Vorräte? Ja, haben wir. Oh. Muss ich mal wieder ein bisschen Bierwürze in Auftrag geben. Damit die Leute, die hier gerade nicht so viel zu tun haben, auch mal brav weiterwursteln. So, dann kannst du hier gleich mal genau Taglilien setzen. Das ist doch schön. Was bringt die denn eigentlich? Benötigte Helligkeit 30%. Okay, Wachstumsdauer. Attraktivität 18. Ah, das ist doch schön. Das macht dann den Raum gleich mal ein bisschen hübscher hier. Huch. So. Eindrucksvoll reicht mittelmäßig. Aussehen neutral. Okay, da muss ich wahrscheinlich schon noch ein paar Statuen oder so reinsetzen, dass das wirklich was wird. Aber jetzt können wir ja auch erstmal ein bisschen Boden machen. Boden ist gut. Und Topaz kümmert sich darum, dass unser Bier ein bisschen Nachschub erhält. Auch gut.
Also ich muss ja mal sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Umgebung hat, in der die Wachstumszeiten begrenzt sind, ist Bier eine super Handelsware. Macht echt Laune. Mal gucken, wie es mit dem Kakao dann weitergeht. Wahrscheinlich werde ich einfach noch mal ein weiteres Feld irgendwie anlegen. Mal gucken, was der Kakao braucht. Braucht er irgendwie gute, benötigte Fruchtbarkeit 70%. Okay, das ist okay. Dann können wir den da auch wachsen lassen. Wie ist das mit der Heilwurzel? Braucht auch nur 70. Mais, wie sieht es bei dir aus? 70, okay. Empfängliche Fruchtbarkeit. Ist das denn hier bei den Kartoffeln? Der braucht nur 70. Braucht gar nicht viel, okay. Naja, Kartoffeln sind ja auch, also sehr genügsame Pflanzen. Die wachsen eigentlich fast überall. Also nicht wundern, dass ich jetzt hier alles immer so ein bisschen schneller gestellt habe. Ich habe ja die vorangegangenen Kolonien immer in ganz normaler Geschwindigkeit laufen lassen. Aber ich habe den Eindruck, dass das dann auf Dauer auch so ein bisschen langweilig ist, weil es halt recht lange dauert, bis man mal einen Fortschritt gemacht hat. Und das möchte ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht antun. Wir möchten ja, dass diese Kolonie hier wächst und gedeiht und nachts können wir sowieso vorspulen. Die wichtigen Dinge entgehen uns ja trotzdem nicht. Und Veronica ist echt so voll die harte Arbeiterin und alle finden die scheiße. Das finde ich echt irgendwie traurig. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen Bäume fällen lassen. Es sind mal wieder zu viele Bäume hier gewachsen und wir haben zu wenig Holz. Das ist echt nicht gut. Mal weg mit dem Scheiß. Mal hier kein Geiz. Immer schön die Bäume wegballern. Gerade weil wir ja noch recht viele Räume haben, in denen entweder Fackeln stehen oder eine passive Kühlung angesagt ist. So, Diamond hat hier den nächsten Boden gemacht. Sehr schön. Alter! Alter, wieso trinkt der Hund Bier? Alter! Okay. Also irgendwie sind diese Hunde doch etwas komisch. So ein bisschen. Habe ich eine Drogenrichtlinie für Tiere? Müssen wir mal gucken. Drogenrichtlinien kann ich. Das gilt alles nur für die Menschen. Für die Tiere müsste ich jetzt die Hunde aus unserer Vorratskammer aussperren, fürchte ich. Damit die hier nicht das Bier wegsaufen. Gehst du jetzt auch Bier trinken? Bitte nicht. Nee, du nicht. Okay. Ah, das ist ja mal krass. Geht ja hier in den Lagerbereich und säuft sich erstmal einen an. Läuft die Ehe nicht so gut, oder was? Okay, die sind jetzt ausgewachsen. Das sind die ersten Kinder, glaube ich. Alkohol warm. Ich glaube es echt nicht. Ja. Hammermäßig. Säuft sich der erstmal einen an, so hier. Aber wir können die nächsten Tiere dressieren. Das finde ich jetzt schon mal sehr gut. Und hier haben wir Patty und Yuka als nächste Tierchen. Also wir können hier eine richtig fette Labrador-Zucht aufmachen, wenn wir das wollen würden. Und hier wird gleich erstmal eine Runde gespielt. Ist doch auch schön. Sah jemand sterben? Blutlust. Habe jemand getötet? Blutlust. Alter. Okay. Das hat ihm irgendwie Spaß gemacht. Ach, er ist blutrünstig. Okay. Brooks bekommt einen Kick, wenn jemand verletzt wird. Ist okay. Das nächste Mal gehst du wieder direkt an die Front, Junge. Eieiei. So, gehst du jetzt wieder saufen? Nee. Wäre ja noch schöner hier. Hunde mit Leberzirrhose oder so. Oh, das Training für die Rettung läuft auch schon. Das finde ich sehr gut. Und hier werden dann erstmal ordentlich Bäume umgeballert. Und die Hunde helfen hier beim Tragen. So gehört sich das. Jawohl. Aber ich muss jetzt demnächst echt mal hier wieder bei den Hühnern ein bisschen ausdünnen. Wie alt sind die denn? Ein Quadrum, okay. Ah, okay, das ist dann so ein Vierteljahr. Alter 10 Tage. Okay, wo ist denn unser alter Hahn? So, mal gucken.
Wenn ich Hunger habe, Hahn 3. Ein Quadrum. Crystal ist schon wieder ein bisschen am Abkacken. Naja. Ach Mädel, das Leben ist nicht ganz so schlimm. Aber ich hoffe doch mal, dass wir diese Folge vielleicht die gute Füchse endlich für uns gewinnen können. Ah, wobei ich fast befürchte, dass das nicht klappen wird. Dauert noch ein bisschen. So. Was sind wir denn hier am Arbeiten? Sandsteinblöcke, okay. Also zumindest den Boden hier haben wir schon fertig. Und jetzt auch nicht schlecht. Hier sind so viele Tiere. Oh Mann. Ich glaube, wir müssen demnächst mal wieder ein bisschen Trockenfutter bauen. Ich glaube, die Vorräte sind jetzt auch weg. Ja. Bevor das Fleisch irgendwie schlecht wird. Oh, hier drin ist es echt zu warm. Okay. Muss ich das noch ein bisschen runterkühlen? Damit wir hier Tiefkühlen erreichen? Oder liegt das an dem Zugang? Ich fürchte, ich muss den Zugang irgendwie ändern. Ach ja, also das mit dem Essen ist halt auch immer so eine Sache. Alternativ könnte ich natürlich auch versuchen, noch eine zweite Kühlanlage hier reinzusetzen, damit das schneller wieder runterkühlt, weil wir brauchen ja den Eingang immer wieder und sehr schnell eigentlich. Genügend Strom müssten wir eigentlich haben, dass das funktioniert. Wäre natürlich auch ein Gedanke. Oh Mann. So viele Entscheidungen. Echt jetzt. So, wie geht es dir denn, Füchse? Immer noch diese nervigen, kotzigen Sensorikmechaniken. Ja, das ist echt übel. Also die hat gerade nicht so viel Spaß. Aber zumindest kommen wir jetzt hier mit den Räumlichkeiten weiter. Das ist auch schon mal schön. Dann können wir hier eigentlich gleich noch Türen bauen. Das ist dann nämlich das nächste. So, mit Sandsteinblöcken sind wir fertig. Okay, das ist gut. So, können wir mal ein bisschen schneller machen. Na, ich denke mal, das Fleisch kriegen wir hier auch noch mal fertig verarbeitet. Ist jetzt nicht verkehrt. Sind wir mit dem Trockenfutter fertig? Nee, zwei gehen noch, okay. Ach, dafür reicht's Fleisch nicht. Ah, okay. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einiges an Trockenfutter übrig. Ich glaube sogar noch ein bisschen auf Vorrat. Oder? Ja, hier 50. Hier sind 70, 60, okay. Das reicht eine Weile. Angesichts so vielen Tieren. Ist halt immer die Frage, ob wir dann nicht ein paar von denen irgendwie auch mal verkaufen, weil ich glaube, Labradore sind durchaus beliebt. Mit denen kann man dann so das ein oder andere machen. Und hey, hier geht die Mauer gut voran. Jetzt brauchen wir halt mehr Granit, sonst wird das nämlich mit der Wand nix. Aber Brooks wurschtelt ja hier schon eifrig. Finde ich schön. So, aber ihr seid jetzt hier alle müde. Geht mal schlafen, Leute. Ihr habt ja lang genug gearbeitet. Geht mal pennen. Gönnt euch das. So, komm Crystal. Hallo Crystal, was machst du denn? Crystal? Bäume hauen. Okay, wenn du meinst. Alle anderen pennen um 2 Uhr nachts und du gehst Bäume hacken. Das mache ich auch immer 2 Uhr nachts. Dann kann ich danach viel besser schlafen. Oh Mann, die sind echt durch, manche Kolonisten. Und jetzt hackt sie noch irgendwie auf Steine ein. Wahnsinn. Mensch, möchtest du nicht irgendwann mal schlafen? So vorsichtigerweise, ein bisschen entspannt und so. Ich glaube, das wäre ganz gut. Oh Mann. So, wie warm ist es da? -4, okay.
tiefgekühlt. Okay, das ist gut. Das ist das Wichtigste, dass es da drin nicht zu warm wird. Damit das Fleisch auch noch eine Weile hält. Sehr gut. Tiefgekühltes Essen. Das hole ich mir doch auch immer ganz gerne mittags. Lass uns mal so ein Tiefkühlgericht mitnehmen. Movado schmiegte sich an Traurig Diamond, okay. Wieso ist denn Diamond traurig? Bist du traurig, Movado? Eigentlich nicht, oder? Süßer kleiner Kater. Dem geht's doch eigentlich gut. Ah, warte mal. Diamond, hat er sich irgendwie... War der traurig wegen irgendwas? Und das ist jetzt weggegangen? Mal gucken. Ach, wegen hier zurückgewiesen von Crystal wahrscheinlich. Und Wunsch nach frischer Luft. Ja, dann geh doch raus, Kumpel. Wo bist denn du? Ah, hier ist er. Baut erstmal so ein bisschen was. Gut, er nimmt sich natürlich sein Mittagessen mit und isst es draußen, um dann wieder drüber traurig zu sein, dass er ohne Tisch essen musste. Aber okay, es muss nicht alles Sinn machen, was auf der Welt passiert. Aber hey, er kriegt hier auf jeden Fall eine ganze Menge frische Luft mit. Das ist doch auch schon mal was. Ne? Sieht doch gut aus. Und unsere Mauer wächst und gedeiht. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Muss mal überlegen, wie man hier am gescheitesten dann tatsächlich so einen Todesgang zusammenbasteln kann. Crystal summte ein sanftes Lied für Borigar. Das ist doch süß. Und er lernt gerade Transport. Das finde ich richtig gut. Die haben noch so viel vor sich, die armen Tierchen. So, wie ist es hier? Minus 2, minus 1 reicht, okay. Und Bill ackert ganz vorbildlich an diesem lustigen Kram. Also wir wollen ja definitiv demnächst dann endlich mal Mechanik lernen, um dann eine Waffenschmiede bauen zu können und am Schluss irgendwann Geschütztürme zu haben. Und dann ist die Verteidigung hier auch nicht mehr ganz so ätzend. Aber ich bin echt am Überlegen, wie ich das als nächstes mache. So Überlebensrationen sind natürlich auch keine schlechte Sache. Aber wir müssen erstmal ein bisschen mehr Verteidigung aufbauen, glaube ich. Weil wir echt schlechte Waffen und so haben, so im Vergleich zu irgendwelchen Piraten. Mal, hatte ich... Langbogen hatte ich... Ah, warte mal, ich könnte Langbogen bauen. Vielleicht geht das hier. Schauen wir doch mal. Kann ich Langbogen bauen? Kurzbogen? Nee, das steht leider nicht dabei. Warte mal. Lass mal eben kurz gucken. Das steht hier aber nicht, wo man den herstellt. Wahrscheinlich brauche ich irgendwie eine Schmiedebank oder sowas. Mal gucken. Produktion, wo haben wir das denn hier? Schmelzofen, elektrisch? Okay. Benötigt sehr viel Strom, das klingt ja irgendwie sehr unschön. Schmiede mit Feuer und eine Schmiede mit elektrisch. Oh, das ist cool. Die könnte dann hier gleich mal irgendwo integriert werden. Geile Sache. Nächste Handwerksbank, die wir auf jeden Fall brauchen. So. Können wir dann auch gleich noch einen Stuhl hinstellen? So. Für die armen Leute, die hier so ein bisschen unglücklich sind. Warte mal. Brauchen wir hier dann auch irgendwie Stühle oder gehen die Leute da automatisch hin? Weiß ich gar nicht. Und um hier dann mal einen Billardtisch zu bauen? Brauche ich auch Stoll, eine Menge Holz irgendwie. Wow. Okay. So, ich stelle das aber hier schon mal hin, dann vergesse ich das nicht. Wenn ich dann irgendwann mal Stoff habe, was ja jetzt hoffentlich auch nicht mehr so ewig dauert. Naja, 30%. Okay, es dauert noch eine Weile. Oh, hier wird ordentlich Bierwürze gemischt. Hier könnte mal irgendjemand die Bierwürze vielleicht irgendwo reintun. So, ah ja, jetzt steht das ganze Bier in der Mitte rum. Ah, wieder vergessen, das Ganze in Reihe zu schalten, aber das macht ja nichts. Irgendjemand räumt dann das Bier hoffentlich schon auf. Ah,
Einer von den Hunden macht das super. Tolle Tiere. Nicht wieder wegsaufen. Wir brauchen das Zeug noch. Topaz und Bill unterhielten sich über Partys. Ja, wir könnten auch mal ein bisschen eine Party hier brauchen. Jetzt schon nicht schlecht. Aber das hier ist eigentlich der wichtige Ort. Also Langbögen dürften dann nochmal so eine Nummer besser sein als Recurve-Bögen, aber das ist so ein Punkt, ich rüste mich dann ein bisschen besser aus und dann erforschen wir noch ein paar bessere Waffen und so weiter. Also ich hoffe einfach mal, dass das mit der Schmiedebank dann leichter wird. Ihr Lieben, an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder von euch. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. So langsam wird das hier ja auch. Also, wir haben hier ein paar mehr Räume. Mit Füchse kommen wir hoffentlich auch noch demnächst überein. Ja, wird. Macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.